Die Austria in den hellen weißen Leibchen mit Bleber und Hasenhüttl als Sturmspitzen. Und sie versucht von der Beginn an das Spiel zu machen. Erste Möglichkeit für Flögl, denn die Obersteirer, denen die Stacheln der Niederlagen der letzten Runden noch sehr, sehr tief sitzen, die ziehen sich zurück und beginnen sehr defensiv. 7, 8 Mann in der Abwehr, eine einzige Sturmspitze Sabitzer, und das bedeutet, dass die Austria von Beginn an optisch klar überlegen ist. Sie nützt aber den Raum teilweise nicht schnell genug. So kann sich die Donawitzer Abwehr, die nach wie vor ohne Libero Wujkow auskommen muss, recht gut formieren. Kapitän Stankovic spielt auf Mittelfeldspieler Flögl und die beiden Sturmspitzen werden manngedeckt. Und eine gute Möglichkeit für den plötzlich freien aufgerückten Außenverteidiger Schneider. Etwa 3500 Zuschauer, knapp vor Spielbeginn kam der Regen, ein rutschiger, etwas schlüpfriges Terrain und die erste Möglichkeit dann durch Auffinger bei den wenigen Konterstößen der Heimmannschaft, die also mit einem ganz klaren Defensivsystem ins Spiel gegangen ist und nur auf die Konterchance gewartet hat. Weiter die Austria. Die hat optische Vorteile, hier vor allem Flögl, gleich zwei Mann, war notwendig, um den dynamischen Mittelfeldspieler zu stoppen. Trainer Miklavic, recht sorgenvolle Miene. Freistoß Stöger hebt gefühlvoll den Ball über die Mauer und nach 20 Minuten 1:0. Dormann Grenn hat diesen sehr gefühlvoll gehobenen Ball ein wenig schlecht berechnet, reagiert vielleicht zu spät und da ist der Ball schon im Tor. 1:0 durch Stöger nach 20 Minuten. Herbert Braska ist zufrieden, der Kurs der Austria stimmt und sie macht jetzt weiter Druck, kommt weiter zu Chancen und da verstolpert Hasenhüttl die Möglichkeit zum 2:0. Nur selten kommen die Obersteirer aus der eigenen Hälfte heraus. Aber es war auch recht schwer, denn Sabitzer wirkte ein wenig isoliert vorne ganz allein. Hier haben wir Oliveira, neben Wujkow fehlt auch Beintinger. Freistoß für die Donawitzer, ein Kopfball des aufgerückten Kovacic, die beste Möglichkeit der Donawitzer in den ersten 45 Minuten. Immer mit dem langen, weiten Pass reißt man Lücken in die Abwehr der Donawitzer. Und dann beinahe ein Eigentor von Kadelsberger. Da haben die Obersteirer Glück. Von der Stange springt der Ball ins Tor. Da hätte Grenz sicher nicht eingreifen können. Etwas unglücklich abgefälscht der Ball. Und wieder die Austria. Hasenhüttl. Und Grenz. Grenn bei einem Schuss von Stöger. Außenstand 1:0 für die Austria. Unverändert das Wetter, aber eine völlig andere Donawitzer Mannschaft. Unmittelbar nach Wiederbeginn. Man macht jetzt Druck. Man erinnert sich, dass man im Heimspiel offensiv spielen muss und es kommen Chancen. Und da ist Stankovic und als dritter Mann, der jetzt versucht hat einzuschießen, lässt auch er die Chance aus. Das alles nur wenige Sekunden nach Wiederbeginn. Ivsic, der in die Mannschaft gekommen ist, bringt frischen Schwung ins Team der Obersteirer. Die Mannschaft ist jetzt nicht wiederzuerkennen. Die Austria jetzt nur noch defensiv. Die Abwehr wird hin und her gewirbelt und Stankovic mit der zweiten Möglichkeit nur knapp vorbei. Zuschauer können es fast nicht fassen. Und weiter geht's mit dem Sturmlauf der Donawitzer. Herrliche Flanke, Fuchsbichler, und glänzend reagiert von Wohlfahrt. Also drei Riesenmöglichkeiten zum Ausgleich, aber keine einzige genützt. Nach wie vor führt die Austria und jetzt kommt die Austria wieder besser ins Spiel. Jetzt ist das Spiel schneller, offener. Prosenik bekommt da den Ball noch einmal und aus 3 Metern bringt er das Kunststück zurück, den Ball noch über das Tor zu schlagen. Immer noch 1:0. Aber plötzlich ist dieses Spiel spannend und interessant. Stöger. Foul von Ivsic, Freistoß für die Austria. Und auf der Linie, Kovacic bringt den Ball wieder heraus. Turbulente Szenen. Und die Austria führt nach wie vor 1:0.
Nur noch wenige Minuten zu spielen. Stöger verliert hier den Ball. Passen Sie jetzt auf die folgende Szene auf. Auffinger verfolgt von Stöger. Und hier ein Foul von Stöger. Das gibt Gelb, da nach einem Foul an Auffinger schon Gelb in der ersten Hälfte gesehen hat, bleibt Schiedsrichter Grabherr nichts anderes übrig. Rote Karte für Stöger. Damit die Austria in den letzten Minuten nur noch mit 10 Mann. Schon knapp 93 Minuten gespielt. Gucki, kraftvoller Vorstoß, noch immer Gucki. Da springt ihm der Ball weg, da kommt Auffinger an den Ball und das ist Ausgleich. 1:1 in der 93. Minute. Wir sehen Sie die Wiederholung, ein bisschen Ballglück dabei, dann der Schuss von Auffinger, Ausgleich zum 1:1 und die Donnerwitzer Spieler feiern dann diesen einen Punkt. Verdienter Ausgleich, Endstand 1:1. Ja, mir ist das eigentlich unbegreiflich, ich muss sagen, mit dem Spiel, wie gesagt, erste Hälfte kann man zufrieden sein, aber was zweite Hälfte geboten wurde, war sicherlich mehr als indiskutabel. Warum? Das müssen wir noch selbst herausfinden. Ich glaube doch, dass vielleicht einige Spieler zweite Hälfte zu überheblich in das Spiel gegangen sind und das geht ganz einfach gegen eine ambitionierte Donauwitzer Mannschaft mit Sicherheit nicht. Ich muss sagen, wir haben zweite Halbzeit sicher sehr gut gespielt und ich glaube, diese 1:1 geht gerecht und wir haben sicher das heute verdiente Punkt.